Das Wallerangeln ist nicht, dass man da sagt, ich werde den Fisch gerne fangen, weil er besonders hübsch ist oder weil er bestimmt besonders schmackhaft ist oder was weiß ich. Das ist diese urische Kraft des Fisches, diese urische Größe, das urische Aussehen. Und wenn man dann Kontakt mit diesem Fisch hat, dieser bärische Kampf, das ist nicht wie an einem Forellensee, wo man irgendwie so die Angel reinschmeißen, eine Forelle reinleiert oder aufpassen muss, dass der Fisch nicht ausschlitzt. Bei dieser Angelei muss man aufpassen, dass die Rute einem nicht bricht, dass man nicht über Bord gerissen wird, dass die Schnur nicht reißt. Um den Fisch zu landen, muss man den Fisch ins Maul greifen. Es gibt keinen Kescher, dass man den Fisch so auf Abstand keschert und dann gefangen hat. Es ist ein sehr ehrwürdiger, gigantischer Gegner. Es ist so, ja. Ein Fisch von 2 Meter ist keine Forelle. Das ist ein Riesenfisch und der hat 50, 60 Kilo Körpergewicht. Und das kann er in allen Situationen einsetzen und wird auch einsetzen, wenn er um sein Leben bangt und wenn er an der Angel hängt.